So, in diesem Abschnitt möchte ich euch gerne die Verse zeigen, die ich hier für diese Socke stricke. Und ich hatte leider Gottes eingangs bei den Materialangaben völlig vergessen zu sagen, dass ihr noch zwei Maschenmarkierer benötigt. Die habe ich mir hier jetzt schon zur Seite gelegt, die kommen aber erst später bei der Ferse dran. Ich stricke hier die Boomerang-Ferse. Und diese Ferse besteht aus zwei Teilen und die Maschenmarkierer spielen dann erst im zweiten Teil eine Rolle. Also nicht wundern, die kommen erst später dran. So, für die Ferse gilt, dass wir die erstmal nur über diese erste Nadel stricken. Wenn ihr mit dem klassischen Nadelspiel strickt, dann solltet ihr jetzt, wenn wir die erste Reihe beginnen, die Maschen von den ersten beiden Nadeln auf eine Nadel stricken und die anderen Maschen bleiben still, also die werden stillgelegt, die werden erst einmal nicht mitgestrickt. Und überwiegend stricken wir die Ferse mit rechten Maschen. Und auf der Rückseite in den Rückreihen, weil wir die überwiegenden Reihen stricken, kommen dann linke Maschen. Ich zeige euch das gleich Schritt für Schritt. Wichtig ist, das solltet ihr im Vorfeld euch schon mal ausrechnen, müssen diese Maschen, die wir hier haben, auf der ersten Nadel, beziehungsweise beim Nadelspiel von den ersten zwei Nadeln, in drei Bereiche einteilen. Nicht jede Maschenzahl ist durch drei teilbar. Dadurch, dass wir hier ja auch mit insgesamt einer Maschenzahl stricken, die durch acht teilbar ist, können wir sie nicht einfach so ohne weiteres in drei gleich große Bereiche teilen. Ich habe jetzt hier 32 Maschen auf der Nadel. Wenn ich jetzt 30 hätte, wäre ganz einfach drei Bereiche mit 10 Maschen. Habe ich nicht. Wichtig ist, dass die beiden äußeren Bereiche links und rechts die gleiche Maschenzahl haben. Hier in meinem Beispiel ist es dann so, dass ich die rechte Seite und die linke Seite mit 11 Maschen habe und der mittlere Teil mit 10 Maschen. 11 plus 10 plus 11 ergibt 32 Maschen. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Die rechte und die linke Seite müssen die gleiche Maschenzahl haben. Merkt euch das bei eurer Maschenzahl, wie groß eure Bereiche sind. Das kommt dann später zum Einsatz. Jetzt beginnen wir erstmal damit, die komplette Reihe mit rechten Maschen zu stricken. Dann wird gewendet. Und wir starten jetzt die Rückreihe mit einer doppelten Randmasche. Das heißt, ich hebe die erste Masche links ab, lege den Arbeitsfaden über die Nadel und ziehe ihn fest nach hinten. Und das muss auch wirklich sehr fest sein. Weil je lockerer das ist, umso eher entstehen irgendwann in dieser Schrägnaht der Boomerang-Ferse kleine Löcher. Und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden, also den Faden stramm nach hinten ziehen. Und dann werden alle restlichen Maschen links gestrickt. So, danach wieder wenden
Und auch jetzt wird wieder mit einer doppelten hier gestartet. Also einfach die erste Masche links abheben, den Arbeitsfaden über die Nadel legen und straff nach hinten ziehen. Und dann werden alle anderen Maschen rechts gestrickt. Und von jetzt an wird jede Reihe gleich begonnen. Immer mit einer doppelten Randmasche. Und dann entweder in den Hinreihen rechte Maschen stricken, in den Rückreihen linke Maschen stricken. Allerdings wird immer bis vor die doppelte Randmasche gestrickt. Die wird erstmal nicht mitgestrickt. Sondern dann wird gewendet und genauso wieder die nächste Reihe begonnen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie oft muss ich denn diesen Schritt wiederholen, bis ich die komplette Reihe mit doppelten Randmaschen habe? Nein. Ich habe euch ja eben noch gesagt, diese drei Bereiche, in die wir diese Maschenanzahl aufteilen. Und ich hatte ja gesagt, die linke und die rechte Seite müssen die gleiche Maschenanzahl haben. Bei mir waren es jeweils 11. Das bedeutet, ich muss links und rechts insgesamt jeweils 11 doppelte Randmaschen machen, bis ich den nächsten Arbeitsschritt angehen kann. Und genau das arbeite ich jetzt erst einmal vor, bis ich diese Anzahl erreicht habe, und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt alle doppelten Randmaschen auf beiden Seiten gestrickt, die ich hier benötige. Und jetzt werden zwei Runden gestrickt. Das bedeutet eben auch, dass die Maschen auf der anderen Nadel, die bislang stillgelegt waren, jetzt auch mitgestrickt werden. Und hierbei solltet ihr darauf achten. Die Fersenmaschen, die bleiben weiterhin als rechts gestrickte Maschen. Aber die anderen, da wird das Muster weiter gestrickt. Das heißt, ihr strickt genau dort weiter, wo ihr bei dem Hauptmuster aufgehört habt. Bei mir beginnt es hier wieder bei Runde 1. Und genau. Und dann beginnt auch der zweite Teil der Ferse, wenn diese zwei Runden fertig gestrickt werden. Und auch ganz wichtig, aus diesen doppelten Randmaschen strickt ihr jeweils nur eine rechte Masche. Nicht, dass ihr jetzt aus den doppelten Randmaschen gleich zwei rechte Maschen strickt, das nicht. Also pro doppelte Randmasche eine rechte Masche stricken. So, ich habe jetzt, während ich die zweite Runde gestrickt habe, die Maschenmarkierer auf die erste Nadel draufgelegt oder draufgeschoben, um die drei Bereiche abzuteilen, also 11, 10, 11, damit das genau sichtbar ist. Hilft mir, damit ich nicht ständig alle Maschen jetzt mitzählen muss, und die bleiben auch nur für einen kurzen Moment. Es beginnt jetzt der zweite Teil der Boomerang-Ferse und ich stricke jetzt bis zum zweiten Markierer. Den ersten, den schiebe ich einfach nur rüber. Ich stricke hier bis zum zweiten Markierer rechte Maschen. Den einfach rüberschieben.
So, jetzt bin ich beim zweiten angekommen. Den kann ich jetzt abnehmen, den brauche ich nicht mehr. Wie gesagt, es diente nur dazu, damit ich nicht alle Maschen mitzählen muss. Danach stricke ich noch eine weitere Masche. Und danach wird gewendet. Die anderen werden erstmal nicht mitgestrickt. Und jetzt wird mit einer doppelten Randmasche begonnen. Genauso wie ich es euch eben gezeigt habe, mit dem Faden straff zurückziehen und linke Maschen bis zum Maschenmarkierer. Dann kann auch dieser abgenommen werden. Ich stricke jetzt noch eine weitere Masche links und dann wird gewendet. Es wird wieder mit einer doppelten Randmasche begonnen. Und dann stricke ich rechte Maschen bis zur doppelten Randmasche. So, hier die doppelte Randmasche. Die stricke ich auch als eine rechte Masche ab und danach noch eine weitere Masche rechts. Danach wird wieder gewendet. Wir beginnen auch hier wieder mit einer doppelten Randmasche. Und dann werden linke Maschen gestrickt bis zur doppelten Randmasche. Doppelte Randmasche als eine linke Masche stricken und danach noch eine weitere Masche links und dann wieder wenden. Und jetzt wird jede Reihe wieder mit einer doppelten Randmasche begonnen, hin und her, immer bis zur doppelten Randmasche stricken, die doppelte Randmasche dann auch entweder als eine rechte Masche oder als eine linke Masche und danach immer noch eine weitere Masche stricken. Und dann wieder wenden. Und das Ganze machen wir so lange, bis wir die erste und die letzte Masche auch als eine doppelte Randmasche gestrickt haben. Und genau diesen Arbeitsschritt arbeite ich jetzt erstmal vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und wenn ihr dann soweit seid, dass auch die erste und die letzte Masche als doppelte Randmasche gestrickt ist, können diejenigen, die mit dem Nadelspiel stricken, in der nun folgenden Runde die Maschen wieder auf zwei Nadeln aufteilen. Die mit dem Trio stricken, so wie ich, da bleibt alles wie bisher. Und jetzt wird wieder in Runden gestrickt. Das heißt, auch durchgehend wieder die Maschen, die bis eben noch stillgelegt waren. Die Maschen, die eben noch Fersenmaschen waren, die bleiben jetzt durchgehend rechte Maschen. Das ist die Fußunterseite. Und die Maschen, die eben noch stillgelegt waren, die bleiben weiterhin, die werden weiterhin im Hauptmuster weiter gestrickt. Und die Ferse ist jetzt fertig. Und ich arbeite jetzt entsprechend vor, bis mein Fuß hier unten lang genug ist, dass ich mit der Fußspitze beginne. Das zeige ich euch dann im nächsten Teil.